Teilnehmer des Online-Repetitoriums. Ich freue mich heute über das Schädel-Hirn-Trauma sprechen. Mein Name ist Martin Ruß, ich komme aus der Charité. In unseren Rettungsstellen haben wir ungefähr 700 Vorlagen jedes Jahr mit schwer verletzten Patienten. Davon sind 50% polytraumatisiert. Und leider sind wir auch 15 polytraumatisierte Kinder jedes Jahr, die wir behandeln müssen. Sodass ich hoffe, dass der Vortrag nicht zu unspannend ist und Sie ein bisschen etwas für Ihre Arbeit mitnehmen. Wir haben jedes Jahr in Deutschland ungefähr 7 bis 8 Millionen Unfälle. Davon sind 580.000 ungefähr mit Patienten, die verletzt sind, die ins Krankenhaus müssen. 330.000 bis 338.000 Patienten gelten als schwer verletzt, also haben ein ISS über 60. Schädel-Hirn-Trauma wird heutzutage mit der Glasgow Coma Scale klassifiziert. Ein Schädel-Hirn-Trauma einer milden, einer moderaten oder eines schweren Schweregrades. Prinzipiell gilt jede Verletzung des Schädels, also des Skalps, der Knöchernfrakturen, der Dura oder intrakranielle Verletzung durch eine äußere Gewalteinwirkung als Schädel-Hirn-Trauma. Das Outcome des Schädel-Hirn-Traumas ist leider sehr schwierig abzuschätzen. Da gibt es für andere intrakranielle Prozesse, für Schlaganfälle, für Subarachnoidalblutung, für spontane intraparenchymatöse Blutung mit dem Fangs. Wenn wir über das Schädel-Hirn-Trauma sprechen, dann sprechen wir natürlich über die Monroe-Kelly-Doktrin. Das haben Sie alle im Studium schon gehört, dass wie Monroe schon 1700 unfestlegte, dass der Schädel eine rigid box ist, also eine geschlossene, feste Kiste. Was wir da reinfüllen an Volumen, das erzeugt Druck und der kann auch nirgendwo hin, sondern steigt Volumen ab. Schädelhirntrauma. Kommen wir ein bisschen zur Versorgung. Nochmal einen kleinen Rückblick zur Situation bis zum OP, bis zur ITS. Wenn man der S2-Leitlinie folgt, dann gibt es Indikationen für eine Krankenhauseinweisung bei Schädelhirntrauma-Patienten, die Sie so mit ärztlichem Sachverstand auch unterstützen würden. Natürlich Koma, natürlich Bewusstseinseintrübung, natürlich ein stattgehabter Krampfanfall, das ist gar ohne Frage. So Entlastungskraniotomie von Schädel-Hirntraum mit diffuser, traumatischer Verletzung und dem, die eine unzureichende ECP-Kontrolle durch konservativere Therapie hatten. Da gibt es hier diesen Trial von Koppert, alle im New England Journal, 155 Patienten, 15 Zentren. Zur Blutungskontrolle gehört natürlich nicht nur die OP, sondern wir können das Fortschreiten der Blutung zumindest auch medikamentös konservativ beeinflussen. Das ist für uns wichtig, denn Blutung bedeutet Ausdehnen des Blutvolumens im Schädel und das bedeutet eine ICP-Erhöhung. Wenn ich die Blutung zumindest konstant halte, halte ich den ICP bis auf das Ödem, was dann vielleicht folgt, zumindest in dem Rahmen konstant, CREST-3-Studie von 2019, die frühzeitige Gabe von Tranexamsuch im Schädel-Hirntrauma klar belegen, meiner Meinung nach. Die Studie wurde in 25 Ländern durchgeführt.